Die Entscheidung steht bevor. Das könnte die Überschrift des heutigen Tages sein, denn wir sind ja sehr uneinheitlich und haben heute einen wichtigen Termin noch auf dem Plan. Fangen wir mal erstmal ganz kurz mit den Märkten an, und zwar der Nasdaq immer noch relativ stabil. Jetzt erst so in den letzten Minuten fängt er an, hier so ein bisschen rumzuzappeln, aber an sich, wir sehen da schon die Aufwärtsbewegung eigentlich ungebrochen. Wir sehen immer noch die Stärke auf der Oberseite. Obwohl wir jetzt die 10.000 gesehen haben, also es gibt kein Pardon mehr, wir haben das alte Hoch rausgenommen, Jahreshoch und, also nicht nur Jahreshoch, sondern Allzeithoch, und wir haben auch die 10.000er-Marke beim Nasdaq überschritten, hier in meinem konkreten Fall der Nasdaq Future. Und damit haben wir alle Ziele jetzt erstmal erreicht. Ob das dem Markt Schaden abtut oder antut, das werden wir noch sehen. Im Moment gibt es noch keine Schwäche, auch wenn er hier hinten so ein bisschen unentschlossen erscheint. Und das ist allerdings im Widerspruch zu dem, was die breiten Märkte, der Blue Chip Index, der Dow Jones beispielsweise, hier auch als Future, der ist ganz klar in einer anderen Richtung unterwegs. Wir sehen also, dass wir hier eher so die Abwärtsseite haben, eigentlich ja unser klassisches Bild, was eigentlich so dafür sorgt, dass die Abwärtsseite da nochmal im Play war. Aber wir sehen auch, es mutet so ein bisschen klassische A, B, C an. Und deshalb sind die Bullen noch nicht ganz komplett vom Geschehen abgemeldet. Wir sehen, ich mache es mal hier mit einer geraden Linie, das ist deutlicher. Das wäre ein vernünftiger, ein typischer Trigger im großen oder im, naja, großen Bild, im Stundenchart zumindest mal, um sich wieder auf die Longseite zu schlagen. Denn so richtig Schwäche kommt da ja auch noch nicht auf. Das kann man ja nicht unbedingt sagen. Und wenn wir hier mal das blau gemalte wegmachen hier, dann sehen wir, das wäre eigentlich so dieses klassische Bild, eine Korrektur mal so eben. Und anschließend ab dieser Stelle wieder nach oben. Das muss man natürlich nicht aussitzen. Wer aktiver ist, der kann natürlich sagen, das, was hier jetzt von diesem Tief ausgehend passiert, das gucke ich mir genauer an. Wenn das, und das deutet sich so ein bisschen an, wenn das ein bisschen steil nach oben geht und anschließend wackelig nach unten, vielleicht kriegen wir das jetzt gerade, dann hätte man sogar auf der kleineren Ebene eine Chance, dann zu sagen, oh Gott, dann gehen wir da doch mal mit nach oben, und zwar schon ein bisschen früher als das, was wir hier haben. Die Chancen sind dafür natürlich da. Anders wäre es natürlich, wenn der Markt zwar jetzt hier hin und wieder nach oben kommt, aber irgendwie sowas macht, also im Prinzip so wie hier so eine ABC oder wie hier im Kleinen sowas in der Richtung, dann sind das ganz klar eigentlich die Anzeichen dafür, dass das eher die Abwärtsseite ist. Das ist jetzt geschehen, aber solche Szenarien, die kommen ja immer wieder vor, witzigerweise in beide Richtungen, und wir müssen eigentlich nur darauf warten, was er da macht. Und da ist heute ein Termin ganz wichtig nochmal, und zwar um 20 Uhr. Da ist nämlich heute die Fed wieder dran mit ihren Zinsentscheidungen. Da werden wir sehen, was da passiert. Allgemein angenommen wird, dass der Zins unverändert bleibt bei 25 Basispunkten. Aber wir wissen das, es ist ja nicht alleine eine Zinsentscheidung. Es ist sehr, sehr entscheidend, wie das Statement aussieht, was der Offenmarktausschuss, der FOMC, der amerikanischen Fed, was der sagt. Denn die Zinsen sind ja sehr stark abhängig vom Markt in Amerika. Also es wird dort gar nicht so sehr von der Fed festgelegt, sondern vom Markt. Und die Fed versucht durch ihr Wording hier im Statement den Markt zu beeinflussen. Also heute Abend um 20 Uhr könnten sich Neuigkeiten ergeben, die den Markt dann auch tatsächlich in eine Richtung treiben. Erfahrungsgemäß war das in der letzten Zeit eigentlich immer alles für weiter nach oben. Ob die Fed jetzt mal ein bisschen langsam tut, um ein bisschen den Schwung hier mal rauszunehmen, nicht um was Böses zu wollen, aber wir sehen auch in Aufwärtsbewegungen gibt es mal Gegenbewegungen. Selbst in dieser starken Corona-Abwärtsbewegung, Gegenbewegungen sind nicht untypisch. Die wäre so langsam, aber sicher mal wieder fällig und täte der Sache gut. Und der Nasdaq erst recht, denn der hat ja dann noch eine ganze Menge aufzuholen. Wenn dem tatsächlich so passiert, dann hätten wir auch durchaus Platz bis 8.800. Es darf auch tiefer gehen, aber ich sag mal ungefähr so 9.000 abwärts. Das wären nicht untypische Szenarien, auch noch nicht im Bullenmarkt. Das muss nicht ganz so weit runterkommen, aber es wäre eben mehr als klassisch. Kann man schon auf die Short-Seite setzen? Also beim Nasdaq, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe dort noch nicht wirklich Indizien. Also jetzt hier massiv auf die Short-Seite zu wechseln, halte ich für ja, aus der Luft gegriffen. Das hätte hier in der Vergangenheit auch nicht wirklich Sinn gemacht. Aber durchaus sinnvoll scheint mir zu sein, mit Stops zu operieren, also zu sagen, okay, solange der Markt ja weiterläuft, ist alles in Ordnung. Aber wenn er dann wirklich mal über diese kleinen Rücksetzermaße hinaus nach unten geht, dann auch notfalls mal einen Gewinn mitzunehmen und zu sagen, okay, freuen wir uns auf den nächsten Versuch nach der etwas nächsten größeren Korrektur.
Denn dann haben wir mit Sicherheit ja auch wieder eine Chance, in den Markt reinzukommen. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass heute der Markt noch dem einen oder anderen zu Ehre, Ruhm und Reichtum gereicht und drücke die Daumen, dass das Ganze dann auch noch nachhaltig ist. In diesem Sinne alles Gute und liebe Grüße.